Ja, Freunde, ihr habt euch das doch gewünscht, dass ich ein bisschen was sage zu Sommerhaus der Stars. Also ich werde nicht mehr, ich bin ja nicht mehr so auf dem RTL-Zug hier alles reinschneiden und so, habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, weil das auch alles sich ein bisschen verschlechtert hat, sage ich mal. Deswegen machen wir es mal so pur. Ich denke mal, wenn ihr das geguckt habt, habt ihr das ja auch geschaut, die erste Folge. Und so am Ende wollte ich auch nochmal ganz kurz was sagen zu Luke Mockridge und diesem Podcast. Die Deutschen machen wir mal zusammen hier. Also, genau, Sommerhaus der Stars. Also ich sage euch ganz ehrlich, mir fällt es immer, ihr wisst ja, wir sind hier große Reality-Fans eigentlich immer gewesen, aber ich beobachte das ja schon länger, dass sich das tot läuft und weil das ist, also selbst mir, oder vielleicht habe ich mich da auch verändert, das ist einfach zu trashig, ich weiß nicht, das ist, ja, vielleicht nochmal kurz ein bisschen mehr dazu, warum ich das jetzt nicht mehr mit den Bildern mache. Ich fand das eigentlich sehr, sehr angenehm mit RTL immer. Da gab es halt so Möglichkeiten, so deren Content auch zu verwenden. Und ich hatte das, also teilweise, und ich hatte das Gefühl, ja, das ist eine stimmige Geschichte. Und dann, ich weiß nicht, weil das hatten wir das Gefühl, das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das hat natürlich auch in dieser Pandemiezeit gut funktioniert. Und ich finde, die haben sich dann auch echt ziemlich im Ton vergriffen und haben dann auch sehr eingegriffen und haben auf einmal wegen paar Minuten zu viel oder so, wurden dann Videos, also zumindest demonetarisiert und ich glaube teilweise sogar gesperrt. Und das, weiß ich nicht, hat sich für mich einfach nicht mehr, ich will einfach von niemandem abhängig sein. Ich habe einfach kein Wort von irgendjemandem abhängig zu sein. Mein ganzes Business ist darauf aufgebaut, dass ich einfach nicht, ich will nicht abhängig sein von irgendjemand. Deswegen habe ich dann gesagt, Leute, habe ich keinen Bock mehr drauf und deswegen berichte ich jetzt so drüber. Ne? Also was mich da stört, sind erstmal diese ganzen Reality-Leute da drin sind. Ich finde, das sind, also für mich ist Sommerhaus der Stars ist, das können ja, natürlich will man da irgendwie nicht Friede vor der Eierkuchen haben, aber das hat man ja sowieso nicht, weil da hängen Leute in so einem Dreckshaus aufeinander. Es ist total anstrengend. Es werden Spiele gemacht, die entzweien und so. Also, und ich hätte da mal gern gewachsene Paare drin, sag ich mal. Und nicht Leute, die irgendwie seit 3 Monaten zusammen sind aus dieser Reality-Szene, die sowieso maximal 3 Monatsbeziehungen haben, wenn überhaupt. Und wo man sich mal fragt, sind das überhaupt echte Beziehungen? Ja. Also, was haben wir denn da? Tessa Bergmeier, Jakob Morgenstern, ja, also die wirken noch richtig, ich will es nicht sagen normal, aber wisst schon, wie ich es meine, also das fällt schon alles gar nicht mehr auf irgendwie. Sarah Kern, Tobias Pankow, ja, was ich, hatte man auch den Eindruck, das ist überhaupt eine richtige Beziehung, wir haben so eine Fernbeziehung irgendwie, Sam Dillon und Rafi, komme ich gleich nochmal zu, das ist alles nur meine Meinung, absolutes Horrorpaar, wirklich, ey. Ach ja, zu Tessa Bergmeier wollte ich noch sagen, ich verwechsel die mal mit Theresa Fischer, also Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern. Boah, Tessa Bergmeier, ist klar, ist so diese typische, sag ich mal, so militante Veganerin, die es jedem erstmal gleich draufbindet. Ich weiß, das sehen andere Menschen anders, aber mein Gott, muss das dann immer Thema sein? Und es ist für mich auch so ein Paar, ja, wo scheinbar so die Frau so komplett in der männlichen Polarität ist und die dann so einen Typen hat, der ja so überhaupt nicht in seiner Power ist. Also das triggert mich schon immer hart irgendwie. Genau, Theresia Fischer und Stefan Kleiser fand ich irgendwie, wie gesagt, schon unauffällig in diesem ganzen Setup. Raul Richter, Vanessa Schmidt kann ich noch gar nichts zu sagen. Alessia Herren, Karin Nitkewitz auch immerhin ein richtiges Paar, die haben Kinder. Ansonsten, Alessia ist bestimmt nette und alles, aber dieses, ich bin ein Herzensmensch, dieses Ganze und immer wieder dieses mit ihrem Vater und ach, ich weiß auch nicht. So, dann Gloria Glumatsch und Michael, wieder typisches Reality-TV-Paar. Ich weiß nicht, was, man, ich wünschte, ich freue mich für die, wenn die so einen Erfolg haben, aber was machen die da? Ich weiß es nicht, wirklich, das ist wieder so eine typische 3-Monats-Geschichte wahrscheinlich. Und Umo Tekin und Emma Fernlund haben sich ausgerechnet,
bei Temptation Island kennengelernt, so über Fremdgehen, ey. Oh, das ist auch, und gerade dieser Umut hat so alle Anzeichen von so einem Bad Guy wie aus dem Buche, also garantiert danach nicht mehr zusammen. So, das weiß man aber schon vorher. Das finde ich irgendwie langweilig alles, ne? Ich finde es langweilig. Also, das ist immer so mein größter Kritikpunkt. Das wird ja auch immer schlimmer. So. Sind in anderen Formaten auch einfach keine Geschichten mehr. Das wird irgendwie vollgeballert. Das Bachelorette auch wird vollgeballert mit Influencern und Reality-Stars. Und es ist überall gerade. Das ist ja auch in der Buchbranche. Ja, so, wenn du kein Following hast, hast du auch keine Buchverträge mehr, kaum noch irgendwie so, das wird alles von hinten aufgezäumt und dann fehlen immer die Leute, die so echte so Alltagsstories haben und wie die sich dann wohl so schlagen in so einem Umfeld. So, man weiß ja, dass es das sowieso nur dieser Reality-Kram ist alles, ne? Ja, gut, das dazu, jetzt kommen wir mal zu Sam Dillon und Raffi Rache, auch da, die waren ja schon auseinander. Fragt man sich auch immer, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr das, sind die nur wieder zusammen für die Show und was weiß ich, aber mal ganz ehrlich, Sam Dillon, ich persönlich finde es ganz, ganz schlimm, wie er sich verhält, ganz schlimm, wirklich, das ist für mich echt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich bin echt fassungslos, weil wir haben natürlich manchmal Leute da drin wie, ich will den nicht wieder alle zitieren, aber wisst ihr, so diese Bad Guys aus dem Sommerhaus, die da das ganze Sommerhaus aufgemischt haben. Das waren aber häufig, nehmen wir mal eine Valentina und so. Das sind aber, gut, Valentina ist auch schon wieder, aber häufig Leute, die sind nach offen scheiße. Die sagen dir ins Gesicht, tun gar nicht so, als wenn sie nicht scheiße wären, so, ne, ungefähr, ne. Das ist so alles in die Fresse, so, ne. Da kann man irgendwie mit umgehen, ne. Aber Sam Dillon, was macht Sam Dillon? Das beobachte ich schon seit vielen Folgen. Vielleicht seht ihr das anders. Ich weiß es nicht. Er sucht sich zielgerichtet das aus, was anderen Menschen wehtut, und sagt ihnen das in die Fresse, so mit so einem Ton, wo ich wollte ja nur mal nachfragen. Und dann sagt er zu diesem Umut Tekin und Emma Fernlund, sag mal, du bist doch, ihr seid doch da fremdgegangen, da in dieser Show, du bist doch wie so eine Prostituierte, so sinngemäß, ne? Und das so mit so, das können wir doch mal sagen, dass du eine Prostituierte bist, so. Und dann, normalerweise würde man sagen, es ist so passiv-aggressiv, aber das ist so passiv-aggressiv, dass es schon wieder nicht mehr passiv ist. Das ist einfach wirklich so in den Wunden von Menschen rumbohren und Salz reinschütten und das macht er mit jedem. Mit jedem findet er zielgerichtet das, und das finde ich super, das finde ich extremst toxisch, sage ich ganz ehrlich. Bei jedem findet er ein Punkt, der ihm wehtut, dann sagt er ihm das in die Fresse. Und was passiert? Die Leute sind verletzt, die regen sich auf, die gehen in den Schmerzkörper, die werden vielleicht laut. Und dann sagt er, oh, da hab ich gar nichts mit zu tun, was rastest du denn hier so aus? Und das ist eine Strategie, das kennen wir wirklich aus höchst toxischen Beziehungen, dass sich dein Partner provoziert in einer Tour. Und wenn du ausrastest, dann, oh, du bist ein Narzisst, guck mal, wie du ausrastest, ne? Irgendwie, wie bist du denn drauf, dass du jetzt so ausrastest, ne? Das ist eine ganz miese, ich finde das, also sorry, das ist eine ekelhafte Strategie, wirklich. Und finde ich auch nicht witzig. Das finde ich nicht mal so im Reality-Format witzig. Das ist einfach wirklich, weiß ich nicht. Und das kann man jetzt schon sehen, dass das wieder durcheskalieren wird, bis zum geht nicht mehr. Und sorry, RTL, das ist einfach too much. Ich finde, das geht nicht, ne? Also echt, das ist. Gut, das Ding ist vielleicht andere anders, weil natürlich, das ist immer der Punkt, das ist natürlich mal ein wahrer, wahrer Kern, aber natürlich werden diese Leute, die sich bei Temptation Island kennengelernt haben, immer super kritisch gesehen. Er ist vor offener Kamera fremdgegangen. Also man, das ist, natürlich ist das scheiße, aber das ist das ganze Format der Sendung. Also ich weiß auch nicht, dass, und dann gleich zu sagen, dass nur weil Leute dann solche Bumsformate gehen, das ist jetzt so, also natürlich darf man das alles kritisieren, aber muss man dann, weiß ich nicht, die hat dann erstmal wieder die halbe Folge rumgeheult, muss das, weiß nicht, ist das lustig? Ist das lustig, Leute? Findet ihr das lustig? Denn das ist letztes Jahr schon so eskaliert, damit war das letztes Jahr mit Valentina und so.
weiß nicht, wo dann wieder Gewalt stattfindet. Und dann wundert man sich, oh, wieso findet denn hier Gewalt statt? Das haben wir gar nicht kommen sehen. Ja, wenn du so Leute zusammensteckst und auch nichts dagegen tust. Also ich verstehe, dass die Drama brauchen, aber ich finde das echt richtig scheiße. Sag ich mal. Und ich habe schon gar keinen Bock mehr, die zweite Folge zu gucken. Was ich jetzt noch machen soll, schreibt es gerne mal rein. Aber ich dachte, nee. Gut, dann noch ganz kurz ein Nachtrag zu Mockridge und diesem Podcast Die Deutschen. Also die Deutschen, also der Podcast heißt so, haben ja jetzt ein Statement rausgebracht, was bestimmt ihre Zielgruppe bestimmt lustig findet. Und das war, könnte auch sagen, das war so, wenn man es positiv sehen will, was ich nicht unbedingt tue, aber wenn man es positiv sehen will, kann man sagen, es war so sehr bold, weil sie haben sich eigentlich wieder darüber lustig gemacht, haben halt so gesagt, wir stellen den Podcast jetzt ein oder nein, wir stellen ihn doch nicht ein. Lustig, wir stellen ihn doch nicht ein, wir scheißen auf euch, wir machen es weiter. Und ganz ehrlich, können sie machen. Also ich bin immer sehr für Freiheit so, ne? Ich bin sehr für Freiheit, nur erstmal ist es natürlich ein bisschen wenig glaubwürdig, weil ich fand, man merkt, dass denen trotzdem der Arsch auf Grundeis geht, weil, hey, die haben Bubble verloren. Also diese Podcasts, natürlich sind die auch geil auf Aufmerksamkeit und so, ne, und diese ganzen Sachen. Aber die sind auch geil aufs Geld, ne? Ich meine, das wäre ich auch wahrscheinlich. Aber gut, ich finde nicht, man sollte für Geld alles machen. Aber gut. Und wo kommt das Geld rein? Über die Werbung. So, ne? Und gut, ich bin jetzt nicht so ganz im Business, aber soweit ich weiß, kann mit Podcasts, da können wir viel mehr Geld verdienen als mit vielen YouTube-Videos, so, ne? Da, wenn ihr da so starke Werbepartner habt, das wird richtig wehgetan haben mit Bubble. Also ich gönn jedem Erfolg. Ich glaube nicht, dass das so lustig ist. Und da werden ja auch keine anderen nachkommen, so. Also das ist schon. Aber gut, die haben die Freiheit, die haben ja, glaube ich, ihre eigene Tour, die können ihre eigenen Tickets verkaufen, können das weitermachen und wer da hingehen will, sind da hingehen, ne? Was die richtigerweise, finde ich, kritisiert haben, ist, dass die sagen, hey, finden wir scheiße, wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt alle unsere Familien anschreibt und alle Veranstalter anschreibt, also das finde ich irgendwie auch nicht gut, weiß ich, finde ich auch nicht gut, ne? Also echt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich dann echt krass fand, dass sie dann, die haben so sinngemäß gesagt, ich nehme hier mal so einen X-Tweet von Marius Messner, man kennt, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber fand ich sehr witzig. Wir werden rechtlich gegen jeden, der Rufmord und Hetze betrieben hat, vorgehen, sagen die Jungs, die Minutenlack über angebliche Cancel-Kultur referieren. Selten sowas Unreflektiertes und Kindisches gehört wie dieses Statement. Ja, also mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Und, aber gut. Und mit Luke Mockridge, ich meine, ich fand sein Statement jetzt auch nicht so dolle, aber ich sag mal so, vielleicht haben wir die Freiheit, ich weiß gar nicht, wie das so ist, aber vielleicht haben wir die Freiheit, dass so extrem schlechte Witze gemacht werden. Erstmal, wenn man so offensichtlich Leute damit verletzt, erstmal, warum kann man sich dafür nicht entschuldigen? Das jetzt natürlich geht wieder mehr an die Podcast-Leute. Warum kann man nicht einfach sagen, ja, tut mir leid, wenn wir Leuten wehgetan haben? So, ne? Warum kann man das nicht sagen? Ne? Das ist so das Mindeste, ne? Und ansonsten, vielleicht haben wir die Freiheit, sowas zu sagen. Ja, dann haben aber auch Leute die Freiheit zu sagen, wir kommen da nicht hin. Oder es haben auch Veranstalter die Freiheit zu sagen, wir wollen euch hier nicht haben. Das ist dann, also das sehe ich jetzt nicht so als Cancel Culture, sondern es ist einfach, die einen haben eine Freiheit, die anderen haben eine Freiheit. Fertig. Mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Macht die fucking Kurse. Was wollt ihr hier sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Soll ich mehr solche Sachen machen? Außerdem haben wir Projekt 50.000. Wir wollen hier die letzten 1.000 noch was mal auf die Kette kriegen. Drückt mal einmal auf den Abo-Knopf und bis bald, ihr Lieben.